So, weiter geht's heute in der Liga und ja, natürlich mal wieder in der Liga. Und zwar in Wolfsburg. Und das ist der nächste Gegner. Da wollen wir natürlich ran. Dann gucken wir mal. Aber da heute auch wieder 3 Punkte. Und es wird nämlich alles andere als einfach werden. Wolfsburg ist definitiv keine Laufkundschaft. Die muss man erstmal bezwingen. Oder zumindest die Leistung dazu haben. So. Oh, Transfer für Bark hier. Ah, na guck, warte mal. 1,3 Millionen belgische Verein Mechelen, wenn die überhaupt so heißen, aber das kann man rein theoretisch mal machen. Das wäre wieder 1 Million mehr auf dem Konto. Knapp 1 Million, ich denke mal 900.000 wird am Ende werden. Ja, wie gesagt, nächster Gegner heißt der jetzt VfL Wolfsburg und da wollen wir heute gewinnen. Wenn mein Controller dann mal sagt, ich möchte gerne mit dir spielen. Scheinbar ist das Ding wieder leer. Ich weiß nicht warum. So war eigentlich das alles. Aber der Akku scheint am Arsch zu sein einfach. Na gut, nächster Gegner, wie gesagt, ist dann jetzt der VfL Wolfsburg auswärts. Da ist auch nicht mehr so viel übrig. Ne, Philipp noch dabei. Baku, Paul Ottavio, William, ehemaliger von uns. Und dann war es das auch schon. Dann ist da tatsächlich keiner mehr dabei, der von der Originalmannschaft übrig ist. So. Ich habe sogar das gemacht. So, egal, gehen wir rein ins Match. Spieltag Nummer 15. Ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. Willkommen hier in der Volkswagen Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu dieser heutigen Begegnung. Mein Name ist Rolf Fuß. Neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. VfL Wolfsburg gegen Schalke 04. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. 18 Tore hat der Mann jetzt auf dem Konto und das ist auch der Bestwert in der Liga zu diesem Zeitpunkt. Also wieder ein Top-Torjäger. In der zweiten Liga war es der Rodde, in der dritten war es Felix Platte. Jetzt in der Bundesliga ist es Lucas Alario. Also momentan haben wir echt ein Händchen, was Neuzugänge oder was beziehungsweise eher was neu gekaufte Stürmer betrifft. Und die haben wir, Kohle haben wir ja Gott sei Dank dafür gehabt. Und jetzt geht es wie gesagt weiter mit dem nächsten Duell und das heißt dann VfL Wolfsburg. Naja, mal gucken. Es wird nicht einfach werden. So, wenn ich noch fleißig mit der Mannschaft abgeht, mit den Dings angeklappt, mit den Schiedsrichtern angeklappt. Ja, wie gesagt, Wolfsburg wird nicht einfach werden. So, mal Controller wieder. Alles. Ah, wie soll das denn machen? Sollen wir mal einen neuen Controller kaufen? Da fehlt mir momentan die Kohle einfach dafür. So, gehen wir rein. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Auf der Bank sind es nur Marco. Ach, leck mich doch im Sack. Ist nur Ginczek, glaube ich, einzig alleine. Die 28 bestimmt nicht Patrick Herrmann. Ich denke mal, das wird irgendwo einer random aus der Jugend sein. Wir sehen bei Ihnen heute. Vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal. Ja, Mustafi wird den Club noch verlassen, das ist ganz klar. Ah, gucken wir mal, wer es dann, wenn er noch kommt. Ich habe morgen auf Dani Olmo geworfen, die Frage ist, ob er kommen würde. Zumindest für die Ablösesumme. Mal gucken. Im Mittag kann vielleicht noch was als eine oder andere passieren.
Braucht auf jeden Fall noch wahrscheinlich einen Zehner. Gut, Kublanski macht es eigentlich ganz gut, aber jetzt erstmal ja, konzentrieren wir uns doch das im VfL Wolfsburg und dann sind es noch zwei Spiele, dann haben wir Winterpause. Und dann kann man drüber nachdenken. Sie holen sich den Ballbesitz. So, jetzt erstmal der Ballgewinner, den haben wir nämlich geholt schon, Alario. Lukas Alario, der Flach jetzt auf den Keeper zuläuft. Alario! 19. Saisontor, 7. Minute 0-1. Holen wir hier tatsächlich die magisch kompletten vollen 9 Punkte aus dem Duell mit RB und den Bayern und jetzt im VfL Wolfsburg. Aber gut, RB war ein Pokalspiel, ja. Den haut er schön mal hinten ins lange Eck. 1-0 auf jeden Fall mal. Und er trifft halt auch mal wieder, wenn er kann. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. 19 hat er jetzt mittlerweile auf dem Konto. Sieht gut aus für die Schalker. Sie liegen vorne. Tor für Schalke 04. Die Nummer 19. Lukas Alario. Ah, erstmal Kolasinac, der eigentlich den Ball hat. Gut gelöst. Ja. Das war Ballverlust, der eigentlich Marke überflüssig. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Pass wird abgefangen. Gut, aber das abgefangen. War wirklich ein gutes Zuspiel. Ball gewinnen, oh, wieder ein Ballverlust und diesmal ist die Lücke da. Zu sehr da. Oh, ganz starke. War der Schwule da noch dran? Ja, scheinbar. Also jetzt gibt's Ecke. Ich habe es nämlich nicht gesehen. Ich dachte, okay, den hat er vielleicht vorbeigeschossen. Und jetzt gibt es den Konter der Schalker über Alario. Madel. Ganz enges Rennen an der Tabellenspitze, Buschi. Für ja, Rosun. Bin ich mal gespannt, wie sich die Situation in den nächsten Spielen. Rosun vorbei. Läuft gegen William weg. Und jetzt hat er Glück gehabt, dass der Ball nicht ankam. Erklärt hier mit dem Kopf. Ja, gut gemacht. Es tut sich was im Parallelspiel, nämlich ein Tor. Deshalb kurz mal rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für die TSG Hoffenheim. Neuer Spielstand damit 1-0. 16 Minuten sind gespielt. Ja, man hätte auch zumindest mal sagen können, gegen wen sie spielen, weil das ist, kann auch ein Duell sein, was da oben gegen den nächsten Gegner. Oder gegen die ein anderes Team da oben. Aber jetzt ist mal die Rosen. Tor 2-0. Ab ins Kurzeck damit. Ja, 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 vierter Saisontor, ja, war Rudi Rosen. 22. Minute. So langsam läuft die Truppe. Taktisch hat es perfekt, hat jetzt funktioniert. Klar, dass immer wieder Spiele geben wird, die man nicht gewinnen. Aber ich denke mal, eine Mischung aus diesen jungen Mannschaften, auch gerade ja, Bussola, Becker und so. Ciao, das hat jetzt irgendwann ein bisschen funktioniert. Die Mannschaft steht jetzt so weit, wie sie aus den eigenen Jugend laufen müssen. Ja, Bella Kotter macht es eigentlich super da hinten und souverän. Besser als Mustafi. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, Mustafi für 35 Millionen für das Geld vor allen Dingen zu verkaufen und die Mannschaft so andersweise nochmal zu verstärken. Zaniolo! Und Schwolo, der ist ein bisschen sauer, weil der man Italiener da mal durchlaufen ließ. 30. Minute. Alario. Und wieder konnte man nicht über. Kein. Ja, das wäre ein Foul gewesen, aber. Dankeschön für diese Infos. Alario! Und der Keeper hält das Ding hier mal gut, dass er nämlich dann noch defendet hat. Und dieser lange Ball, oh, der ist weg. Oder? Ja, der ist weg. Und das muss natürlich Abschluss geben. Das sind die Schalker, die können das nämlich so einfach machen. Die kontern die Gegner nach teilweise nach der eigenen Decke aus. Jetzt bin ich auch ziemlich froh, dass ich mal so einige Spieler geholt habe, die verdammt schnell sind auf der Außenbahn. Buselab. Foul. Ja? Freistoß für die ja? Schalker. Kein Gelb, aber faul. Was sagt der Schiedsrichter da? Er sagt wahrscheinlich gar nichts. Okay. Kurz gespielt. Jetzt könnte die Flanke in den Strafraum bringen.
Im Signal Iduna Park gibt es ein Tor. Tor in Dortmund. Wir haben hier den zweiten die Frage ist für wen? Für Dortmund. Dortmund. Der neue Spielstand heißt nun. Ah, ich hätte gern das mal gesagt. Gegen wen? Danke für dieses kurze Update. Wolfsburg ist in dieser Begegnung die Mannschaft mit der besseren Ballbesitzquote. Aber wer bringt die Chancen? Sie schaffen es nicht, sich Möglichkeiten zu erarbeiten und dann darfst du dich über einen Rückstand nicht wundern. Weiter diese Szene. Kolasinac. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Gut gelöst. Oh, schönes Ding hier. Mako ich da. Kurz vor der Pause noch. Wie ist das dritte noch? Ball an den langen Pfosten. Ja. Der Ball ist drin. Und es ist dann Nassim Boujelab. 0-3. 45-3. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann hat er am Ende keine große Mühe mehr. Hält nur noch den Schädel hin. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Beruhigende Führung zur Pause. 3-0 ist der Spielstand nach 45 Minuten. Ja, und damit jetzt mal 0-3. Das ist meine Hausaufgabe für die Wolfsburger. Einige gute Szenen. Also mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme. Ja, er hier mit seinem frühen Tor. Alario. Nach 7 Minuten. Daniel Rose um 22. Und kurz vor der Pause Boujelab, der noch einen Konter nochmal versenkte nach der Flanke. Nach der Richterflanke. Und damit gucken wir ganz mal auf die Zwischenstände. Bayern gegen Frankfurt 1-1. Wenn die Frankfurter in München zumindest einen Punkt abtrotzen würden, wären zumindest kurz vor der Winterpause noch 3 Punkte nur noch. RB führt 1-0. Okay, Dortmund 2-0. Ja, das sind einfach die aktuellen Zwischenstände. Freiburg liegt zurück. Also da hat man noch. Also es wäre ein Big Point, dieses Ding zu gewinnen. Und 3-0 zur Pause ist schon mal eine Antwort. Na gut, zweite Halbzeit läuft und. Mal gucken, was noch passiert. Richter. Der Dreimann stehen lässt mit seiner ersten Aktion in der zweiten Halbzeit. Richter! Und der Gonger gegen ihn. Ohne. Ganz, ganz wichtig aus dem Eck daraus fischt. Hat sich ja schon einen gefangen ins kurze Eck. Muss also auch mal zeigen, dass er es kann. Nächste Ecke kommt. So, nächstes Tor. Tor in der Red Bull Arena. Wir haben Leipzig. Den zweiten Treffer für Leipzig. Der neue Spielstand heißt so, Zaniolo. Gespielt sind hier 50. Und Bella Kotschab. Interessante Info. Dankeschön dafür. Gut gemacht, Dani Lazza. Borussia Dortmund könnte wohl auf dem Transfermarkt aktiv werden. Es gibt Gerüchte. Oh, Joel Matip. Na, das bitte nicht. Unser ehemaliger Aussagen in die Jugend, der kamerunische Nationalspieler. So, und jetzt der Konter mit der Rose und William kommt überhaupt nicht hinterher. Er hat kein Tempo mehr. Das macht er gut. Das muss auch sein. Ein tolles Tor. Absolut. Ja, die Wolfsburger müssten eigentlich da hinten mal wechseln. Also immer wieder überlaufen bekommen. William hat keine Kraft mehr, sie ist Leben gar keine Kraft mehr und jetzt der Konter, die kommt 0,0 hinterher. Ja, dann ist da der Rose, der einfach Tempo ohne Ende hat. Durch, legt den Ball quer zum Falario und der macht das zweite Tor, sein zweites in diesem Spiel. Das 4-0 ist schon deutlich. Schalke 04, die Nummer 19, Lucas Alario. Die Fans haben sich das heute auf jeden Fall anders vorgestellt. Gut. Ja, ich habe auch ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet, aber wie gesagt, 3 Spiele in Folge jetzt gewonnen. Nach dieser Niederlage gegen Leverkusen. Tolle Parade. Das ist 1-3. Und danach lief da es jetzt gerade. Das Tor in der Wiederholung. So, Ecke kommt. Er nimmt mal Ottavio raus. Okay. Gemacht.
Die nächste Partie in der Bundesliga steht. Ja, faul. Da kannst du mal gelb geben, Schiedsrichter. Sagen wir wieder das nächste taktische Foul. Und jetzt werden sie wechseln. Gefährlich! Auch der nächste, der da hinten platt ist, der Wolfsburger. Der Ball über die Linie. Und dann Glück gehabt für die Wolfsburger, dass da nichts weiter passiert ist. Der nächste Eck. Nächste Ecke, wieder nicht wirklich gefährlich. Buselab. Der Marokkaner, der da ohne durchläuft, die sind wieder abgelaufen. Nächste Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Und hier ist er mal nicht erfolgreich. Nee. Luca Solario mal nicht erfolgreich. Er hat ja schon einen Doppelpack. 71. Minute. Das ist, ja, man wechselt jetzt durch. Klar, in Wolfsburg. Im Signal Iduna Park gibt es einen Torerfolg. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den dritten Treffer für Borussia Dortmund. Neuer Spielstand damit also 3:0. Gespielt sind hier 72 Minuten. Vielen Dank für diese Infos. Hört sie. Da die kleine Taylor. Erinnerung für uns, mit wem es die Ballverlust als nächstes zu tun bekommen. Ja, es geht gegen die Hertha. Im nächsten. Oh, da ist er durch. Oh, und Kobylanski 5:0. Und wieder ein Ballverlust der Wolfsburg. Wieder überlaufen, wieder hinten überlaufen. Die Gegner haben keine Kraft momentan. Und man führt, wie gesagt, mit 5:0. Und ich habe nur 6 an den Regler getan. Also das hat sich also genau so eingestellt. Man führt halt mit 4. Leicht angelaufen, keine Chance für den Keeper. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr. Tor Nummer 6. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Wobei er war gar nicht Top-Torjäger in Liga 3, das, der Platte. Das war nämlich hier, Kobylanski. Der hat doch nämlich damals überhaupt. Der hat, glaube ich. Das Spiel war kräftezehrend. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Ich will zumindest das halbe Dutzend noch. Kobylanski. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Alario. Seh dich. Jetzt können sie den Ball reinbringen. So, oh, Konter, der das gut ahnt, sonst wäre da nämlich was anderes passiert. Und wo wir gerade dabei sind, mal ein bisschen auf Kraft zu gehen. Der Gegner hat auch keine Kraft mehr, dann kann ich nochmal was versuchen mit der, nochmal ein bisschen was Offensiven bringen. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Charlie Taylor. Hab dich. Da stand der Assistent gut. Abseits. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Sie dominieren und führen kurz vor Spielende. Das Ding werden sie nach Hause bringen. So, jetzt haben wir Wolfsburg. Die ein bisschen was probieren. Gefährliche Szene. Der Pass. Oh, doch noch machen die Wolfsburger ein Tor. Zumindest 1:5 nur noch. Was dieser Treffer zeigt, allzu viel Freude kommt aber natürlich nicht mehr auf. Und mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Jetzt machen sie hier das Tor, aber ich glaube nicht dran. Ja, das ist Paul. Ach, wieso musst du denn jetzt doch abbrechen in der letzten Minute? Dass da noch viel geht. Ah, sie feiern. Eine Mannschaft nie abschreiben. 1:5 der Endstand. Eine bleibt es hier also beim Sieg der Gäste. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. So.
So, ja, weiter geht's auf jeden Fall mit dem nächsten Spiel. RB noch gewonnen. Und Bayern sogar verloren. Damit sind wir nämlich wirklich. Jetzt haben wir den 6 Punkte abgenommen im letzten Spiel. 2 Punkte und nur noch Rückstand auf den großen FC Bayern. Und jetzt haben sie punktgleich mit Borussia Dortmund oben. Die Dortmund und gegen die Bayern gewonnen. Jetzt der nächste Gegner Hertha. Und dann. So, mal gucken. Aber da irgendwie noch ein Scout, haben eigentlich unsere Scouts mal noch irgendwie was mitgenommen oder gebracht, wie auch immer. So, Scout-Bericht lesen. Ich gucke mal, ob wir alle, ob wir noch was dann mitgebracht haben. Potenzial, Gesamtsehen. Ja, es ist. Ja, er hier vielleicht. Dennis Lang, das wäre zumindest mal einer, den man vielleicht mitnehmen könnte. Ah, den Rest nicht hier. Gucken wir mal, was die noch, dass der noch so gebracht hat. Ja, dann bringen wir den mal hoch. So, Jugendakademie, da gucken wir mal nach. Ob die noch irgendwie was haben, Entwicklungsplan zu prüfen. So, die lasse ich mal ein bisschen aufbauen jetzt. Vielleicht bringt das ja irgendwie was, was man die mitnehmen kann. 57, 61, 55, ja, dann haben wir zumindest wieder eine Alternative. Also, gucken wir mal. Nee. 2 Talente aus der Schweiz und einen Niederländer. Und mit Niederländern sind wir auf Schalke auch immer relativ gut gefahren. Der hervorragende Duo. Jugend. Ja, wann funktionieren die Ziele? So. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf. Einmal steckt nämlich um die Zahl. Wir waren, glaube ich, immer 79 oder so. Jetzt sind wir mal bei 87, weil wir die Ziele erfüllt haben. Ich würde sagen, wir feiern. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und dann heißt der nächste Gegner Hertha BSC Berlin. Und dann schauen wir mal, wo unsere Reise hingeht. In welche Richtung. Bis dahin und tschüss.